Also es sieht ja hier fast aus wie so ein Hufeisen. So genau, als Sinnbild. Das ist, wir haben hier die Verfremdung. Ein Normalblickender käme ja nicht mehr auf die Idee, was die ursprüngliche Bedeutung dieses Dings richtig, ist. Richtig. Wir haben schon eine Entfremdung. Auch die Form ist ja eher, na, ich möchte mal sagen, wie ein Schokoladenweihnachtsplätzchen. Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Ja, man kriegt richtig Appetit. Das steht ja ganz klar für den Fäkalismus hier. Das erkennen wir klar. So wie Sie es auch gesehen haben, hier haben wir das Männliche, das sehr dominiert. Es ist doppelt so breit, groß wie das Weibliche. Ja. Es ist breit, es nimmt Platz. Es ist frisch, was uns den Glanz auch im Glanz wieder gespiegelt wird. Und diese Frische steht ja auch, das strahlt ja auch die Wärme aus. Mhm. Und also das ist ganz klar das Männliche. Die Frau, die sich in die Natur zurückzieht, wunderbar, die schön Stille gemacht, ja. Und die Ruhe. Ja, ja. Und ich denke, es ist hier das Spannungsfeld. Die Farben sind so identisch mit dem Erdreich. Ich denke mal, es steht doch eher für die Vergänglichkeit. Mhm. Wenn Sie hier dieses Kabel, das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich als Zeichen und das macht die neue Bewegung des Fäkalismus aus. Wir unterscheiden ja in zwei verschiedenen Richtungen und es gibt die also neue die spätere, Bewegung, die dann auch wirklich diese neue, modernisierte, technologiebestimmte Welt kritisiert und die bricht hier ja geradezu ja, ein. Auch schön, wie das ja auf den Mann zeigt. Das ist ja nun einfach ja, ja. Die Welt Mann-Technik, ja, also die Frau da auch ein bisschen abseits, ne? Ja, ja, ganz richtig. Und was wir hier vor allen Dingen haben, wir haben das Blatt, ja, das Blatt der Erkenntnis, das Feigenblatt, wir erinnern uns, ja. Ja. Mhm. Und wobei sich hier die Technologie ganz offensichtlich verdeckt, auch das ein spannendes Verhältnis und sich dann hier über dieses Kabel den Weg bahnt. In eine unbestimmte Zeit, also ja, es endet nicht wirklich in einem klaren Ding, also ja. Sehr, sehr schön. Es verstrickt sich und verfängt sich in der Natur. Ja. Schön, enorm. Sehr schön.